Manch ein Tresen in Deutschland ist selbst am Montagabend um diese Uhrzeit noch besetzt. Die gute, alte, gesellige Kneipe hält viele Orte mit am Leben und ist nicht wegzudenken. Genau, und deshalb trübt sich die Stimmung, wenn an immer mehr Orten das Licht in den Kneipen ganz ausgeht. In Herdorf in Rheinland-Pfalz wollten die Einwohner das nicht hinnehmen und haben ihr eigenes Lokal eröffnet. Unser Kollege Christian Kretschmer war für uns mittendrin in der kleinen Kneipe. Hier sind wir jetzt im Christians. Das haben wir mit einer Genossenschaft 2019 übernommen. Diese Kneipe, ein echtes Gemeinschaftsprojekt. Johanna Bohl ist eine von denen, die sie gerettet haben. Mit ein paar Tischen, wirklich gemütlich. Und haben halt wirklich versucht, den Charme zu behalten. Über die Wand zum Beispiel diskutieren wir auch ganz viel. Warum das? Weil die farblich nicht so schön gestaltet ist für manche. Andere sagen, die muss erhalten bleiben. Ja. Keine hippe Bar, aber etwas Besonderes. Eine Genossenschaftskneipe. Was das bedeutet, will ich mir heute Abend anschauen. Kurz nach 17 Uhr die ersten Stammgäste. Die kleine Kneipe, hier trifft man sich, ob spontan, zum Beerdigungscafé oder zum Schlagermarathon. Ein Ort für die Höhen und Tiefen des Lebens, hier in Herdorf, 7000 Einwohner am Rande des Westerwalds. Früher gab es in der Gemeinde mal mehr als 30 Kneipen, doch überlebt haben weniger als eine Handvoll. Die älteste, das Christians. Das Thema Kneipensterben und so, das auch die Traditionskneipe stand vor 5 Jahren vor dem Aus. Das Gebäude sollte verkauft werden. Johanna Bohl und 10 andere Herdorfer wollten das nicht hinnehmen, haben eine Genossenschaft gegründet und die Kneipe gekauft. Die Genossenschaft ist das Ergebnis von einem Frühschoppen. Sag ich jetzt mal ganz einfach. Wir haben gesagt, hier macht die Kneipe zu, die Kneipe zu, die Kneipe zu. Was machen wir irgendwann? Sitzen wir da nur noch irgendwo in der Gartenlaube zu Hause und sitzen da? Und das wollen wir ja alles nicht mehr. Wächst doch jetzt insgesamt wieder alles zusammen, nachdem Corona praktisch komplett abgehackt ist. Und wir haben auch wieder eine super Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich fand es halt von vornherein eine schöne Idee und habe gesagt, ich mache mit. In der Genossenschaft ist jeder mit mindestens 1.000 Euro an der Kneipe beteiligt. Gewinne ziehen sie daraus nicht, aber der Laden läuft kostendeckend, wenn jeder mithilft. Johanna Bohl, eigentlich Juniorchefin eines Handwerksbetriebes, kümmert sich um den Dienstplan. Hier zum Beispiel ist jetzt noch keiner eingetragen. Andere wie Thomas Otterbach packen mit an, bei Reparaturen oder auch mal im Keller, wenn das Bier alle ist. Aber Sie sind ja auch berufstätig, nehme ich an. Ne? So nebenbei ist das schon noch eine Aufgabe. Ja, nebenbei kriegen wir dann auch noch alles hin. Also in meinem ersten Leben so als Apotheker darf ich auch noch ein bisschen was anderes machen. Aber das hier macht mir Spaß. So ist so ein gewisser Ausgleich zu dem ganz normalen Job, den man alles so hat. Ja. 19 Uhr. Im Nebenraum treffe ich auf eine kleine Gruppe. Sie planen ein Jahrgangstreffen für alle, die 1975 in Herdorf eingeschult wurden. Im Juni wollen sie hier im Christians feiern. Also es ist so ein Treffpunkt, der einfach erhalten werden muss. Alle, die jetzt hier sind, sind schon mit ihren Eltern früher zu uns gekommen, hier nach Christians gekommen. Und das fehlt halt alles. Und wenn du eine Gaststätte nicht mehr hast, steht irgendwann der Ort aus. Und solange die da ist, funktioniert auch das Vereinsleben. Im großen Saal der Kneipe, der Fußballverein in Herdorf hat seine Jahreshauptversammlung. Die Bambini sind gut aufgestellt. Dieses Jahr haben unsere kleinsten 2 Turniere absolviert. Ob Fußball- oder Karnevalverein, auch sie halten das Christians am Leben und umgekehrt. Um 21 Uhr ist dann jeder Tisch voll. Ein Querschnitt des Ortes, Männer und Frauen, so mancher 70 oder 20 Jahre alt. Ansonsten geht es immer nach Köln oder nach Siegen, dann in die nächstgrößere Stadt zum Feiern, also dann Clubs, was auch immer. Aber ist halt schwierig, dann darüber zu kommen oder nachts auch wieder zurück. Deshalb ist so eine Kneipe schon wichtig. Die Genossen haben sie gerettet. Für Herdorf und für Abende, die schon mal lange dauern. Sehr lange.